Hey Leute, ihr seid hier bei Aprikosenklang, ich bin Anne und wir reden heute mal wieder übers Zugfahren in Japan, um genau zu sein, über diese schöne IC-Karte. In meinem Video zum Japan Rail Pass habe ich es schon mal angesprochen bzw. euch gefragt, ob ihr Interesse daran hättet, ein Video über IC-Karten zu bekommen, zu sehen. Zusätzlich dazu sind in letzter Zeit echt viele direkte Anfragen zu dem Thema reingekommen. Es gab sogar jemanden, der das Thema angefragt hatte und meinte, dass er im Februar jetzt in Japan ist. Ich hoffe, dieses Video kommt noch rechtzeitig online, dass ihr es vorher sehen könnt. Und deswegen rede ich jetzt ein bisschen über IC-Karten. Was ist eine IC-Karte? Kurz gesagt ist es eine Prepaid-Karte, die ihr benutzen könnt, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Japan unterwegs zu sein. Aber wartet, diese kleine Karte kann noch ein bisschen mehr. Ihr könnt damit ticketlos fahren, ihr habt günstigere Tickets, ihr könnt damit in Kombinis oder an Automaten bezahlen, ihr könnt euch damit ein Locker an einem Bahnhof mieten und vor allen Dingen, ihr könnt damit ticketlos fahren. Das habe ich schon erwähnt, aber das ist wirklich wichtig. Das ist gerade in den Großstädten eine unglaubliche Erleichterung. Denn in Japan bezahlt man öffentliche Verkehrsmittel nach Distanz. Jetzt ist es aber nicht so, wie das hier in Deutschland üblich ist, dass man einen Automaten hat, der halt weiß, wo man gerade ist und wie teuer denn die Fahrt von Punkt A nach Punkt B ist. Sondern es gibt überall Aushänge von Fahrplänen und man muss eben auf diesen Aushängen gucken. Erstens A, wo bin ich? B, wo will ich hin? Und C, wie teuer ist das eigentlich? Je nachdem, wo man ist, kann das Ganze dann auch etwas Zeit dauern. Gerade wenn man sich die Fahrpläne so in Tokio von den Metros und Zügen anguckt, dann ist schnell ersichtlich, das Ganze kann ganz schön viel Zeit dauern. Und teilweise kann es Kanji-Kenntnisse erfordern, beziehungsweise kann es dann einem Kanji-Suchspiel ausarten, je nachdem. Und da ist dieses kleine Ding wirklich Gold wert. Wie viel kostet eine IC-Karte? Eine IC-Karte kostet 500 Yen Pfand. Das sind ungefähr 4,50 Euro und ihr könnt sie dann 10 Jahre lang benutzen. Das heißt, ihr könnt sie mit nach Deutschland nehmen, als Andenken behalten oder eben auch für euren nächsten Japan-Urlaub aufheben. Ihr könnt sie aber auch am Ende eurer Reise zurückgeben und bekommt diese 500 Yen Pfand eben einfach zurück. Das hier ist noch meine allererste Suica. Ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, dass es so Special-Angebote für Ausländer gibt, wo man eben die IC-Karte kauft und dann noch Vergünstigungen damit bekommt. Ich selber habe das noch nicht ausprobiert, ich würde es aber auch nicht machen, weil ich das Pfandsystem irgendwie besser finde. Wo bekommt man eine IC-Karte? Ihr bekommt diese Karten eigentlich an jedem größeren Bahnhof in Japan. Das heißt, ihr geht entweder zum Schalter oder eben an einen Automaten. Der muss dann das Logo eurer gewählten IC-Karte drauf haben. Und da könnt ihr die ganz einfach bekommen. Fun Fact an der Stelle, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo ich die her habe. Ich glaube an dem Schalter in Kofu. Ich habe aber echt keine aktive Erinnerung daran, dass ich die da wirklich abgeholt habe. Ich habe sie aber, glaube ich, nicht aus dem Automaten. Auf jeden Fall könnt ihr auch direkt, wenn ihr aus dem Flugzeug kommt, in Tokio oder auch zum Beispiel in Osaka, euch eine IC-Karte holen und dann geht's direkt los. Wie benutzt man eine IC-Karte? In Japan gibt es fast an jedem Bahnhof ein Ticketgate, bevor ihr zu den Zügen kommt. Das heißt, ihr müsst ein valides Ticket haben, um überhaupt zu eurem Zug zu kommen. Schwarzfahren ist da also so gut wie unmöglich. Habt ihr eine IC-Karte, könnt ihr einfach zu dem Gate hingehen und eure Karte draufhalten. Per NFC wird dann registriert, wo ihr sozusagen eingestiegen seid und ihr braucht kein Papierticket lösen. Wenn ihr aussteigt, macht ihr wieder genau das gleiche, ihr geht zum Gate hin, haltet die Karte dran und dann wird automatisch der Betrag für die Fahrt, die ihr eben gemacht habt, von eurem Guthaben abgezogen. Wie lädt man die IC-Karte auf? Wenn ihr eure IC-Karte abholt, werdet ihr wahrscheinlich initial von dem Automaten oder eben dem Mitarbeiter am Schalter schon direkt gefragt, ob ihr etwas Guthaben auf die Karte aufladen wollt. Wenn das Guthaben irgendwann alle ist, könnt ihr einfach wieder zu einem Schalter oder eben zu einem Automaten geben und dort Geld aufladen. Aufpassen! Geht zu einem Automaten, der ein IC-Karten-Logo drauf hat. Ansonsten gibt es entweder keinen Slot, wo ihr die IC-Karte reinschieben könnt oder der Automat wird sie wahrscheinlich wieder ausspucken. Ihr schiebt die Karte also in den dafür markierten Slot rein. Der Automat wird euch direkt fragen, wie viel Geld ihr aufladen wollt. Ihr wählt einfach den Betrag aus, steckt das Geld rein, kriegt gegebenenfalls noch Wechselgeld zurück. Funktioniert alles super easy und wirklich habt keine Angst vor diesen Automaten. In 90% der Fälle können die auch Englisch. Woher weiß ich, wie viel Geld auf meiner IC-Karte noch drauf ist?
Das ist relativ simpel. Jedes Mal, wenn ihr durch ein Ticketgate geht, wird euch der Betrag auf einem kleinen Display angezeigt. Wenn ihr es trotzdem mal vergessen habt oder einfach mal so wissen wollt, dann könnt ihr eure Karte wieder in einen von diesen IC-Kartenautomaten reinstecken. Bevor ihr dann sozusagen Geld aufladet, wird euch auch immer angezeigt, wie viel Guthaben ihr gerade drauf habt. Und dann könnt ihr den Aufladevorgang einfach abbrechen und eure Karte kommt wieder raus. Wo kann man die IC-Karte überall benutzen? Die IC-Karten könnt ihr eigentlich in allen bekannten Großstädten und Umgebungen nutzen, aber gerade da lohnt es sich eben auch, weil dort meistens die Fahrpläne sehr verworren und unübersichtlich sind. Und keine Sorge, falls ihr mal etwas weiter raus aus der Stadt fahrt, wenn ihr in einen Zug einsteigen könnt und eure IC-Karte benutzen könnt, dann könnt ihr meistens auch aus dem Zug aussteigen und eure IC-Karte benutzen. Es gibt zwar sehr viele Zugunternehmen in Japan, aber alle wollen sicher gehen, dass sie eben ihr Geld bekommen, deswegen werdet ihr höchst unwahrscheinlich in einen Zug einsteigen und die IC-Karte funktioniert beim Aussteigen nicht. Ich sage an der Stelle nur dazu, ich hatte bisher nie das Gefühl, dass ich meine IC-Karte benutzen wollte und es ging nicht. Falls ihr doch nochmal für Nummer sicher gehen wollt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung einen Beitrag von japanguide.com. Da seht ihr eine Karte, wo ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wo ungefähr die IC-Karten gültig sind. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann fragt einfach einen Mitarbeiter am Bahnhof. Keine Sorge, die sind immer sehr hilfsbereit und dann seid ihr halt wirklich, könnt ihr euch wirklich sicher sein. Gibt es verschiedene IC-Karten? Oh ja, es gibt über 10 verschiedene IC-Karten und jede gehört zu einer anderen Region. Allein in Tokio gibt es 2 verschiedene IC-Karten, aber keine Sorge, diese IC-Karten sind alle untereinander kompatibel, denn sie sind nämlich technisch alle komplett identisch. Das heißt also, wenn ihr jetzt auf einmal in Osaka seid, könnt ihr auch trotzdem eure IC-Karte aus Tokio oder Nagoya benutzen. Warum hast du eine Suica? Tja, die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Wie gesagt, erinnere ich mich zwar nicht mehr 100% daran, aber ich habe diese IC-Karte in Kofu am Bahnhof gekauft. Und der Kofu-Bahnhof ist eben von JR betrieben, also von den Japan Railways. Und naja, die Suica ist die IC-Karte von JR. Und deswegen habe ich eine Suica. Und das ist auch schon die ganze Geschichte. Das heißt, es gibt bei der einen IC-Karte gegenüber der anderen IC-Karte nicht wirklich einen Vorteil. Nehmt also einfach die erste, die euch über den Weg läuft. Und jetzt reden wir nochmal über ein paar kleine Problemchen, die auftreten können, wenn man eine IC-Karte benutzt, damit ihr einfach vorbereitet seid und nicht so spontan in Panik verfällt, wie das bei mir vielleicht war. Verdammt, mein Geld reicht nicht. Um in ein Ticketgeld reinzukommen, braucht ihr einen gewissen Grundbetrag auf eurer IC-Karte. Wenn ihr jetzt aber eine längere Strecke fahrt, kann es sein, dass dieser Grundbetrag geringer ist als das, was ihr am Ende wirklich verfahrt. Das heißt, es kann sein, dass ihr nicht genug Geld habt, um aus dem Ticketgate rauszukommen. Aber keine Sorge, auch innerhalb der Ticketgates gibt es Automaten, in denen ihr eure IC-Karte aufladen könnt. Das heißt, ihr könnt dann einfach Geld draufladen und rausgehen. Das ist wirklich kein Problem. Falls es mal keinen Automaten gibt, dann geht einfach zu den Bahnhofsmitarbeitern. Die sind super hilfsbereit und werden euch da schon rausholen. Oh je, ich muss nochmal aus dem Gate raus. Ja, ihr glaubt nicht, wie oft das passiert. Stellt euch vor zum Beispiel, ihr seid in einem Bahnhof, wo es sowohl Metrozüge als auch JR-Züge gibt. Um zu den Zügen zu kommen, gibt es unterschiedliche Gates, also ein JR-Gate und ein Metro-Gate. Jetzt geht ihr in das eine Gate rein und merkt, verdammt, eigentlich muss ich in das andere Gate. Leider gibt es bei IC-Karten eine Sperre, dass man nicht an dem Bahnhof aussteigen kann, wo man gerade eingestiegen ist. Das heißt, man kann also nicht einfach 0 Yen abbuchen und geht wieder raus. Manchmal ist es nämlich so, dass es an Bahnhöfen innerhalb der Ticketgates kleine Shops gibt. Und damit die Leute nicht dahin fahren, zurückfahren und einfach nichts dafür bezahlen, gibt es diese Sperre. Wenn es euch jetzt aber trotzdem mal passiert ist, dass ihr in das falsche Gate reingegangen seid oder was vergessen habt oder was auch immer, dann ist auch hier der Bahnhofsmitarbeiter euer bester Freund. Neben jedem Ticketgate gibt es ein kleines Fenster, wo dann ein Mitarbeiter sitzt und zu dem könnt ihr einfach hingehen und kurz die Sache erklären. Wenn ihr aber überhaupt nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann zeigt einfach eure IC-Karte hin und lächelt verlegen. Meistens wissen die dann schon, was Sache ist. Um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen und abzurunden, dieses kleine Ding erleichtert euch das Zugfahren in Japan einfach ungemein und ich kann es nur jedem empfehlen, der vorhat, sehr viel in Japan mit Zug unterwegs zu sein, gerade in den Großstädten. Holt euch auf jeden Fall so eine Karte. Und falls es noch weitere Fragen zu dem Thema gibt, sind ab jetzt die Kommentare für euch geöffnet. Ich werde versuchen, alles so gut wie möglich zu beantworten und ich packe euch ein paar Links in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick zum Thema IC-Karten geben. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und euch gerne mit Japan beschäftigt, dann könnt ihr gerne abonnieren
und entweder durch vorhandene alte Videos stöbern oder euch auf neue Videos freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich habe es tatsächlich geschafft, ein Video schneller hochzuladen, als es bei dem vorherigen Mal der Fall war. Und deswegen sage ich an der Stelle ciao und bis zum nächsten Video. J.R. Rail Pass? Ja. J.R. Pass. J. Japan Rail Pass?